Gottes Wille ist für mich vollkommenes Glück. Ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Satsang Zurückerinnerung an deine glückliche Wahrheit. Ihr Lieben, ich habe gerade mit dem Hotel Fürberg telefoniert am Wolfgangsee und diese Menschen waren so nett, so in der Freude, dass wir kommen. Und wir sind ja Anfang Mai dort und im September nochmal. Ich bitte euch, legt euch jetzt schon diesen Termin in euren Kalender, denn wir sind direkt am Wolfgangsee. Es ist ein Traumhotel. Es ist so traumhaft schön. Und bitte schiebt's nicht auf die lange Bank, denn dieser Satsang wird in Liebe eingetaucht, in Glückseligkeit und am liebsten würde ich jetzt schon losfahren. Und der Mai in St. Gilgen am Wolfgangsee, das wird unser Wonnemonat. Heute habe ich die Lektion 101 für uns ausgesucht. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Ja, wer kann das schon von sich sagen? Denn meistens sind wir ja am Hadern. Wir wollen das nicht so haben. Wir wollen uns selbst anders haben. Und wenn du jetzt mal zu dir kommst und tief ein- und ausatmest und dann dir darüber bewusst bist, dass deine Wahrnehmung immer falsch ist. Was du da draußen siehst, ist nicht die Wirklichkeit. Du malst dir deine Welt zurecht und wenn wir sagen, Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück, dann sagt ein Kurs in Wundern, du hast die Dauermiete für Glück. Denn Gottes Wille ist dein Wille. Schließe jetzt am besten die Augen und lass dich fallen in den ewigen göttlichen Frieden. Und jetzt spüre, dass die Welt da draußen bedeutungslos ist. Und bitte kein Ja, aber ich muss doch. Lass das bitte weg. Ja, aber ich muss doch ist reines Angstego. Und jetzt möchte ich aus einem Kurs in Wundern dir etwas zum Thema vollkommenes Glück vorlesen. Heute wollen wir mit dem Thema Glück fortfahren. Es ist eine Schlüsselidee im Verständnis dessen, was Erlösung bedeutet. Immer noch glaubst du, die Erlösung verlange Leiden als Buße für deine Sünden. Rache. Ich habe mich von Gott getrennt. Ich habe mich schuldig gemacht. Und jetzt sagt ein Kurs in Wundern, Glück ist der Preis für deine Erlösung. Und so viel an Geschenken halten wir kaum aus, weil wir ja gewohnt sind, uns klein zu machen, zu kritisieren, kritisiert zu werden. Und wir können es gar nicht fassen, dass Gott sagt, wenn du dich erlöst, wenn du dir wieder bewusst machst, dass wir nie getrennt waren, dass meine Liebe deine Liebe ist, dass du getragen bist in meiner göttlichen Liebe und der Preis dafür ist reine Glückseligkeit, dann erschrecken wir erstmal, weil wir so viel Liebe nicht kennen. Dem ist nicht so. Du musst nicht büßen für deine sogenannten Sünden, für dein falsches Ego-Denken. Und dennoch musst du glauben, das sei so,
solange du glaubst, dass Sünde wirklich sei und du sündigen könntest. Wenn Sünde wirklich ist, dann ist Strafe gerecht und unentrinnbar. Erlösung kann dann durch nichts anderes als durch Leiden erworben werden. Wenn Sünde wirklich ist, dann muss Glück Illusion sein. Denn Sünde und Glück können nicht beides wahr sein. Die Sündigen, die mit ihrem Ego verbunden sind und sich damit identifizieren, bürgen für Tod und Leid. Sie halten sich für einen Körper, der leiden muss. Das ist es, worum die Sündigen, die ihre falsche Identität leben, bitten. Wenn Sünde wirklich ist, muss Erlösung Schmerz sein. Schmerz ist der Preis der Sünde. Und du kannst dem Leiden niemals entrinnen, wenn Sünde wirklich ist. Meinst du Gott, die reine Liebe, der reine Frieden, würde solch eine brutale Strafe für dich aussuchen? Wer würde da nicht vor der Erlösung fliehen, auf jede Weise, die ihm nur möglich ist? Wer möchte erlöst werden, wenn er brutal dafür bestraft wird? Sünde ist nicht wirklich. Das möchte der Heilige Geist, der geheilte Anteil in dir, dir heute lehren. Alles, wovon du glaubst, dass es aus Sünde entstehen muss, ist niemals geschehen und wird niemals geschehen. Es ist keine Ursache. Gott kennt keine Sünde. Die Liebe kennt nur Vergebung. Ich bin frei von jeder Schuld. Ich bin schuldenfrei. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Es gibt keine Sünde. Sie hat keine Folgen. Und du wunderbare Seele, das machen wir in der Ausbildung. Denn wieso haben wir denn ständig Angst, dass uns was weggenommen wird, dass uns was passieren kann, wenn wir praktizieren, dass wir sündenfrei sind? Das machen wir in der Ausbildung. Das machen wir in unseren Satsangs. Und ja, du denkst neue Kraftgedanken, denn du bist Geist. Und Geist denkt immer. Es ist nur die Frage, was du denkst. Schließe die Augen und sage dir, Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Das ist die Wahrheit, weil es keine Sünde gibt. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Es gibt keine Sünde, sie hat keine Folgen. Ich bin frei von Schuld und mein friedvoller Blick kann jetzt über die Welt gleiten und
Du wählst deine Umgebung. Du bist nicht das Opfer deiner Gedanken, du bist nicht das Opfer von den Dingen da draußen. Du wählst Kraft deiner Schöpfung, die du bist, deine Umgebung. Reine Glückseligkeit. Leicht leben lohnt sich. Und auch du darfst es jetzt praktizieren. Hab keine Angst vor so viel Liebe. Die meisten rennen weg, wenn sie so viel Liebe erfahren, weil sie sagen, es ist ja kaum auszuhalten. Es ist am Anfang kaum auszuhalten. Aber du hältst es aus, geliebt zu sein, getragen und geborgen zu sein in Sicherheit. Und das ist ein Satzsang. All die Liebe ist in dir. Du musst da draußen nach nichts suchen. Ich lade dich ein zu unseren Satsangs. Bitte meldet euch jetzt an für Österreich. Meldet euch an für Landgut Burg hier bei Stuttgart. Und meldet euch an der Himmelspforte für Glück. Alles Gute, wir sehen uns in der Community beim Sonntagserwachen. Wir sehen uns montags in unserer Mittagspause. Und ich sehe dich strahlen in deiner Glückseligkeit. Alles, alles Gute für dich, du wunderbare Seele.